Hallihallo liebe Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu We Happy Few hier in dieser Kirche. Und ja, für mich ist es eine neue Aufnahmesession. Jetzt war ich schon mal ganz froh, dass das Spiel automatisch gespeichert hatte, weil ich vergessen habe zu speichern beim letzten Mal. Ich weiß gar nicht, bin ich hier an einem Safe gewesen? Das ist ja schon wieder eine Weile her, ich muss mich auch so ein bisschen wieder hier reingewöhnen, weil seit letztem Mal ist schon einiges passiert. Und ja, ich glaube, hier oben konnte ich doch irgendwas machen. Genau, Lagerfeuer durchsuchen, aber da war nichts drin. Abfalleimer, ja. Und ich muss dazu sagen, dass es sehr wahrscheinlich sein wird, dass ich hier und da mal mich stumm schalten muss, weil ich jetzt auch die letzten Wochen mit einer Erkältung zu kämpfen hatte und noch ziemlichen Husten habe. Deswegen kann es schon mal sein, dass ich einen kurzen Moment stumm sein werde. Nur, dass ihr Bescheid wisst, warum was. Achso, Schloss knacken. Ja, warum nicht? Achso. Genau, so war das hier. Ja, ich bin gespannt, wie das Ganze hier weitergehen wird. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, heute ist die erste Aufnahme mit den geknackten 100 Abonnenten. Auf jeden Fall danke schon mal an dieser Stelle an euch alle für die Unterstützung. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich denn als 100er Special mache. Ich will auf jeden Fall was richtig Cooles machen. Nein. Achso, okay. Gucken wir doch mal. Hier, Werkbank. Werkbank. Wahrscheinlich muss ich das reparieren, oder? Wo haben wir das denn hier? Brecheisen. Wo muss ich denn hier hin? Mann, das war so viel, aber ich habe keine Punkte. Okay. Das will doch. Ja, das will doch, dass ich. Aber. Brecheisen. Ne, das ist nur das Ausgewählte. Hä, was will der denn von mir? Zerrissen. Soll ich den machen? Ne, das ist einfach nur neu. Genau. Ich gucke einfach mal hier rein. Hast du das in die neuen? Genau. Das lese ich ja jetzt nicht alles durch. Das wäre sonst viel zu viel. Quests, genau. Ja, ja. Sorry, Quests. Und das lese ich mal gerade kurz. Durch zum Bahnhof gehen. 10. Oktober 1964, 9 Uhr. Wie soll ich aus Wellington, Wales rauskommen? Die Brücke zum Festland ist im Parade District. Dort bin ich nicht gerade willkommen. Moment, ich kann den Gleis vom Bahnhof in Wellington, Wales bis zur Brücke folgen, oder? Ich muss nur in den Bahnhof gelangen und kann dann aus der Stadt spazieren. Oder? Ja, das ist hier die Frage. Ich muss mal gerade wieder gucken. Ich muss mich voll wieder an die Steuerung gewöhnen. Das ist ja wieder was her. Genau, die Schaufel hatte ich. Das war ja die Waffe. Ah ja, genau. Heilbalsam ist wahrscheinlich geringste. Und genau, die Flasche ist ganz gut. Achso, ein zerrissen Anzug. Da steht es ja auch. Ich sollte auch lesen. Genau, ja, bauen wir doch mal den zerrissenen Anzug. Ach genau, das ist ja, jetzt erinnere ich mich, das war ja wegen der Kleidung, weil wir aufgefallen sind. Jetzt kann ich zum Bahnhof gehen. Aha. Viele im Gepäck, ja, ich will aber mehr Steine. Scotch, den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Okay, komme ich hier einfach so raus? Ja. Tutorial. NSCs haben Statusanzeigen über ihren Köpfen. Achso, genau. Aufmerksamkeit erregt sich für Verdacht. Dann, genau, dann bin ich entdeckt worden. Die Gesundheit von NSC wird als gefülltes Dreieck neben der Anzeige angezeigt. Ja, genau. Ja, sieht doch ganz gut aus. Die wollen mir jetzt nichts Böses mehr. Kann ich mich, nee, ich kann mich nicht selber sehen. Okay, dann gucken wir doch einfach mal, was wir denn hier alles so haben. Das ist ja echt komisch aus. Didn't we go to school together? Miss Bing's class. Sometimes I hear horsemen at night. Die Reiter in der Nacht. It's the fall, isn't it? Okay. Keine Touristen. Okay. Ist das Illuminati? Oh nein. Irgendwie nie, wenn er sieht. Cool. Aufstehen, genau. Ja, ja.
Dann gehen wir doch einfach mal Richtung Bahnhof und gucken, was uns da erwartet. Das sieht cool aus hier mit dem Nebel und sowas. Ja. Der wird mir wahrscheinlich nichts tun. Der steht einfach nur hier ganz lustlos. Okay, hier kann ich auf jeden Fall nicht lang. Also werde ich doch da oben rechts müssen. Ed Jungs stehlen. Okay. Dicker Hut. Braucht auch so einen. No staring at me. Ja, hör auf mich anzusehen. War die Übersetzung? Ranziger Topf, den nehme ich mit. Was? Da stimmt was nicht. Have you been sleeping all right? Sometimes you just have to eat rotten things. That's life, isn't it? Genau, das ist mir auch schon bewusst. Oh, Johannisbeeren, die nehmen wir mit. They grow all over the Garden District, don't they? I guess I can eat these till I run across a pub. Das nehme ich mit. Ich laufe jetzt einfach mal hier von A nach B. Wahrscheinlich kann ich hier immer noch durchsuchen. Oder war das nicht sogar das, wo ich schon mal war hier? Mit der ja klar, hier war ich doch schon mal. Das war doch das mit der gruseligen Musik. Wenn das das Haus sogar... Ach nee, das ist es nicht. Okay. Oder das ist jetzt einfach nur sehr ähnlich. Ist wahrscheinlich auch nur sehr ähnlich. Ne, die ist aber leer. Okay. Oh. Nicht hier runterfallen. Okay. Ah, hier kann ich auch durchsuchen. Entriegeln. Achso. Ja, ja, ja. Versteck. Kann man wahrscheinlich nicht als Versteck nutzen. Wäre vielleicht ein bisschen zu eng. Und hier sind wir ja wieder. Hier wollte der doch die... Was war's? Medaille? Ach, ich geh hier rein. Ach genau, hier war ja die, genau, Energiezelle. Energiezelle platzieren, das sieht gut aus. Genau, das war ja hier alles, das ist schon fertig. Achso, warte mal. Nee, einkaufen will ich... Muss ich hier einen Knopf drücken oder sowas? Metalljalousien. Auf jeden Fall sehr gut geschützt, das Ganze. Ah, da habe ich auch schon durchsucht. Hä? Wie komme ich denn jetzt? Lass mich doch durch. Hallo? Strom ist ja drauf. Jetzt müsste doch... Ich guck mal, wo... Ach, das ist ein Luftschiff. Wo führen denn die Kabel hin? Wahrscheinlich hier drin nicht mehr weiter. Bei der Rumschleiche wird sie dir im prächtigen Tag Prügel verpacken. Oh, okay, da muss ich aufpassen. Eine freundliche Erinnerungshilfe zum Betreten des Dorfes. Erstens schmutzige Wäsche entfernen, lauwarme Dusche genießen, saubere Kleidung anziehen, ein wenig Duft aufsprühen, Pfefferminzrose, eine Freude, also ein Joy einwerfen, Onkel Jack im Fernsehen schauen und ein Spiel spielen. Ja, interessant, aber ich will jetzt wissen, Schlüsselkarte erforderlich. Wo war denn nochmal das Inventar? Habe ich denn irgendwie sowas aufgesammelt? Das ist halt schon wieder lange her. Oh. Ich glaube nicht, dass ich so reinkomme. Oder muss ich hier vorher noch was anderes erledigen? Schwierig. Ja, das, ich mache jetzt mal das. Oh, ups. Ich mache jetzt mal das, weil, wahrscheinlich... Wahrscheinlich geht das deswegen nicht, dass ich hier nicht reinkomme. Gehen wir nochmal schnell da runter. Das sind ja nur 200 Meter. Das ist ja relativ zügig. Der Kerl hier rennt ja ziemlich gut. Aber der hat gar nicht so viel Ausdauer. Und ich muss mal gucken. 0 Punkte. Wo konnte ich denn nochmal meinen Zustand sehen? Schwierig. Egal. Ist ja ganz gut, wenn ich... Ach, da oben links war es, genau.
stimmt, da fällt mir ein, ich werde auch 7 Days to Die wieder anfangen jetzt, weil es kam ja jetzt das Alpha 17 Update. Und da habe ich auf jeden Fall sehr lange drauf gewartet. Nachtklee. I don't know whether to think about him in the present tense or the past tense. Da werde ich nicht hochkommen. Aber vielleicht. Oh, noch mehr Essen. Aber vielleicht hier hinten. Das sieht doch ganz gut aus. Und hier kann ich auch mal gerade gucken, was hier oben ist. Eine Kiste. Gewaltsam öffnen, das machen wir dann. Einfach alles mitnehmen. Und jetzt geben wir dem mal seine Medaillen zurück. Wenn wir denn da irgendwie hinkommen, hier rum. Okay, sieht gut aus. Ach, ja, ganz toll. Habe ich aus Versehen die Quest gewechselt oder was? Hier jetzt. I got your medals. Oh ja. Hier. Thank you. You don't know what these mean to me. To know that some of us fought. To know that I fought. You're probably too young to remember. We should have taught in those days. In 42, we threw them back into the sea. Then they came back in 43. It wasn't the same. I had to be a bother, but the card to get across the bridge? Ach ja, genau. So haben wir die bekommen. Gosh, hätten wir die bekommen. Forgive an old man his memories. Well, good luck. I've got this key card. Okay, jetzt haben wir das hier aber sehr wahrscheinlich abgeschlossen. Das heißt, wir kommen jetzt rüber. Also rennen wir doch auch mal direkt rüber hier. Lag also doch an der Schlüsselkarte. Okay, gut. Also du hast echt ein Problem, ne? Schwierig. Okay. Aus Sparrow Home and Common. Ja. Wird das das Finale des ersten Akts sein? Ich weiß es nicht. Ah, da war ich schon mal. Ich bin bei diesem Dreckswetter dieser Gegend verlassen. Ich glaube aber kaum, dass die Leute da anständige Kleidung tragen werden, so wie es hier rechts in den Regeln steht. Achso, halten. Nein, so war richtig. Okay, jetzt kommen Bloody wir hell. Auch rein. I've forgotten about the revolvers. If I go through without taking my joy, I'm gonna get spanked. I better run like hell when it lets me out. Okay. Was? Ich sollte mal wegrennen. Hier ist nämlich Alarm. And I'm off to the train station. Das klingt gar nicht gut. Okay, die Tür lässt sich öffnen. Was ist denn hier los? Los? Erinnerungen oder? Ja, scheint mir so. Entzugserscheinungen. This is where we hang them, isn't it? They broke into the police station, tried to burn the register, so the Germans wouldn't know which kids to take. We didn't want the Germans to be angry, did we? We were so scared, or maybe just so tired, so we hang them to encourage the others. Okay. I wonder if we'd made the Germans take the kids by force instead of bringing them down to the station singing London Bridge, if things would be different now. Schön auf den Stein. Okay. Wenn du nicht weißt, warum die Leute wütend auf dich sind, dann gucken wir doch einfach mal. Wo denn hier? Status wahrscheinlich irgendwo hier hinten. Nee, das nicht. Ah, hier, Status-Effekt. Bedürfnisse, okay. Wahrscheinlich so Art Herausforderungen. Achso, genau. Ja, okay. Verstehe. Gucken wir doch einfach mal, wie weit wir hier kommen. Okay, von dem sollte ich mich nicht sehen lassen. Ich glaube nicht, dass er jetzt sehr guten Loot dabei hat. Und ich frage mich, wofür das hier noch gut sein wird. Also, schön sieht's aus. Ob es so gebrauchen ist, weiß ich nicht. Hatte ich auch
hatte ich auch irgendwie sowas wie Gewicht, genau, da muss ich auch drauf aufpassen. Und der da. Ja. Ich hoffe, will ich jetzt nicht unbedingt nutzen müssen. Zum Glück sehe ich ja dieses Dreieck wie bei den Far Cry Spielen. Da kann man dann immer ganz gut mit hantieren. La 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 la. So. Schlafen. Nee, schlafen brauche ich jetzt nicht. Und das hier nehme ich mir mal mit. Wahrscheinlich bin ich später froh, dass ich das mache. Dass ich alles mitnehme. Not quite as grand as it used to be. Of course there hasn't been a train since the Germans left. Da sollte ich nicht reinrennen. Still, the tracks go from here all the way to the bridge and then across the river. And then all over Britain. Das sieht gut aus. Achtung, Eintritt verboten. Deutsches Schild. I wonder why Mr. Kite sent her to the Garden District at all. She could have just popped over the bridge from the station at Apple Hall. Ich bin verborgen, das ist gut. Komm, 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 komm. Kommt da einer raus? Das bezweifle ich. Da werde ich aber auch nicht reinkommen, deswegen werde ich einfach mal hier außen weiter gucken. Oh, ganz viel Zeug. Alles nehmen, nicht Space. Okay, hier komme ich aber auch nicht weiter. Ich hatte hier schon die Hoffnung, einen Eingang gefunden zu haben, aber das ist nicht der Fall. Das heißt, weitersuchen. Da ist jemand zwischen den Gebäuden. Ah. Ich war das nicht. Okay, gut zu wissen, nicht einfach in irgendein Haus gehen. Vielleicht wohnt da noch jemand. Vor allem, wenn der Licht an ist. Okay, auch da wieder Wespen. Ziemlich große Wespen oder Killerhornissen. Oder was auch immer. Aber hier, das scheint mir der richtige Weg zu sein. Und. Okay, schön ins Gebüsch bitte. Was werden wir tun, wenn es kein Essen gibt? Werden Sie es schließen? Ich versuche nicht, mich selbst abzuholen. Hey, look up your board bags, I'll piss in your corpses. Oh oh. We're coming for you, you greedy bastard! Go eat a banger, you leaky scanner! You're done hoarding all the bee meat! Oh oh. Ah. Ja, was mache ich jetzt? Der haut ab. Aber ich kann ihn. Jesus Christ, I haven't been in here since. Yeah, let's not talk about that. What is nothing possible? Was? Oh, war jetzt echt eine komische Sache. Was? Fallen lassen, V. So. Ja, ist ja nochmal gut gegangen. Soll ich suchen? Ja, natürlich nichts. Und der? Ich hätte gerne die Kleidung, dann kann ich so da reinmarschieren. Flaschen habe ich ausgerüstet. Hä? Habe ich nicht ausgerüstet. Das sind die Flaschen. Genau. Die muss ich auf jeden Fall griffbereit halten, weil das sonst... Ja, komm du raus. Da liegen auch ein paar Freunde von dir, die würden dich gerne treffen. Mitarbeiter treffen. Nein! Mann, das war knapp. Falsch stellen und... Please just lie down. Junge, 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 Junge. Ganz schön spannend hier. Ich durchsuche dich aber einfach mal. Und bevor ich hier weitermache, ich muss mal gucken. Ja, ich kann speichern. Ja, das letzte Mal, ihr seht, ist schon ein bisschen was her. Okay, wenn ich Glück habe. Ist da keiner, der den sehen kann. Aber der wird sich wieder rumdrehen, hoffe ich.
Brennan kommt hier rein. Na komm, dreh dich um. Hier gibt's nichts zu sehen, mein Freund. Gar nichts. Den Untergrund erreichen ist unsere Aufgabe und wir haben gerade Tag 2 erreicht. Den stelle ich jetzt noch kalt. Den stelle ich jetzt nicht kalt. Das war eine gute Entscheidung, da noch mal schnell hinten links zu gucken. Da stand ja noch einer. Das heißt, das werde ich beim nächsten Mal versuchen, weil wir jetzt wieder am Ende einer Folge sind. Und ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal hier wieder mit dabei seid. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Ich würde mich drüber freuen. Und ja, ich würde sagen, bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.